Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox und bei unserem kleinen Let's Play Challenge. Wir sind jetzt hier oben wieder an unserer kleinen Challenge. Weiterhin dabei ist der gute Christian, Sprungfeder, der Alex, der Mario und der Oliver und unser lieber Gast, die Marie. Hallo. Hallo. Ja, Moin. ja, aber Marie, wie du schon siehst, wir haben hier so eine kleine Challenge, das macht jeder Gast von uns. Wir haben hier unten so unser kleines ja, Modbox-Männchen, was eben halt nachgebaut wird. Und ja, du siehst diese beiden schönen ja, Teleskoplader. Die kannst du wählen, wie du möchtest. Kannst sogar auch das Anbaugerät eben halt abbauen. Oder du bleibst eben mal oder nutzt nur ein Gerät davon. Ja, wir nehmen Du kannst natürlich auch auch während der eine. Challenge kannst du die auch tauschen, wenn du meinst, du möchtest doch den anderen nehmen. Du musst sie nicht festlegen. Genau. Über die Challenge wird komplett zur Verfügung. Rest der Clip haben wir. Okay. Ja, und eben halt dann unter Zeit hier unser kleines Modbox-Mannequin aufbauen, so wie es eben halt da steht. Mit den zwei Strohballen unten, den Grasballen. Den einen Strohballen quer, den Silageballen und dann nochmal einen Strohballen oben drauf. Und wie Christian schon gesagt hat, du kannst zwischen den Geräten kannst du frei wählen, du kannst auch die Anbauten umhängen. Ist alles zur freien Verfügung dann. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nein. Zeit wird halt aber erst gestoppt, wenn beide Fahrzeuge wieder auf dieser weißen Fläche stehen. Die müssen nicht rückwärts stehen, das reicht, wenn die vorwärts draufgestellt sind. Die müssen nur beide wieder auf diesen Flächen stehen und müssen auch nicht umgehängt werden. Wenn solltest du jetzt die Anbaugeräte tauschen, ist es egal. Nur die beiden Fahrzeuge müssen mit den Anbaugeräten wieder auf den Flächen stehen. Das ist dann quasi so das Stoppzeichen für mich. Okay, gut. So, nimmst du diese Challenge auch an? Ja. Ja, wunderbar. Dann Motor 3. starten darfst du schon? Genau. Ist schon. Christian, du weißt, Marie ist eine von der ganz schnellen Sorte. Ja, okay. Dann. 3, 3, 2, 1, go. Ich Was mache hasse ich? diesen Gang von diesen Dingern. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, dich ein bisschen unter Druck zu setzen. Der liebe Freezy haben wir nach 9 Minuten 50 abbrechen müssen. Als Entschädigung muss man zu sagen, er hatte wirklich Internetprobleme. Es war die Woche, wo er auch nicht streamen konnte oder so. Da war das wirklich, das haben wir das bei der Aufnahme gesehen, nicht aber. Er hat schon nach dem zweiten Termin gebeten, den wir bestimmt noch mal einräumen werden. Von den Mädels, Laura hat nach 15 Minuten 8 von Oliver ein bisschen Hilfe bekommen. Also ein bisschen Unterstützung, nennen wir es jetzt mal. Da haben wir dann auch gesagt, ja, dann stand unser Männchen mehr schlecht als recht, aber wir haben es auch mal in die Wertung genommen. Wenn du dich jetzt bei unseren Frauen als durchsetzen möchtest, dann musst du dich mit der Zeit von der lieben Haley auseinandersetzen. Die hat 8 Minuten 53 gebraucht. Das ist so, dann wärst du Ladies Best aktuell. Ja, wie gesagt, wenn du mir einen Wunsch erfüllen möchtest, dann unter 5 Minuten 9. Liebe Grüße an den Schwabbel gehen raus. Und wenn du Topspeed haben willst, dann musst du dich an Yannick halten. Yannick hat aktuell mit Abstand die übelste Zeit hingelegt mit 3 Minuten 14. Und der zweitbeste war dann Martin Schmidt, das ist ja der junge Mann vom Paisker Hof, wo ja Tino seine Farm-Vlogs da macht mit 3 Minuten 42. Also das war auch schon eine recht gute Zeit. Und er war Sehr der Erste, der wenig das gemacht sogar. hat. Also das war quasi so die Generalprobe für das Ganze hier. Ja. Ah, da war er. Ja, man sieht, Marie ist voll konzentriert. Du kannst aber irgendwo im Feld stehen lassen. Du musst dir nicht Ah, extra. Ne, also. ja. Aber Jetzt fahr doch, du die blödes Taktik hat Ding! Dommel zum Beispiel unser Schweizer auch gemacht. Der hat die Fahrzeuge auch gewechselt. Ex ist mit einem Fahrzeug durchgefahren. Ist mal ganz schön zu sehen, dass es jeder anders macht. Samu, du als Schiedsrichter, wie siehst du das? Ja, das ist, ja, also, es sieht genauso, fast so ähnlich aus wie bei uns im Schweizer Domme. Und ja, ich bin mal gespannt, wo dann unsere Marie am Ende des Tages eben halt landen wird. Schöne war alle, die waren nie, also niemand war wirklich zufrieden. Viele haben, oh, ich möchte nochmal und beim nächsten Mal mache ich das noch besser. Und selbst Laura sagte, wir sollen ihr 2 Monate vorher Bescheid geben, damit sie üben kann.
Ich will diese Herausforderung auch nochmal stellen. Also es gibt da mit Sicherheit einen sehr interessanten Challenge-Tag dann. Wenn sie alle nochmal wiederkommen möchten. Oh ja. Ich glaub's auch. Könnte sehr interessant werden. Werden wir wahrscheinlich als Finale machen, wenn wir alle unser Themen bearbeitet haben, dann machen wir mal einen Challenge-Tag. Dann müssen sich alle, die Lust haben, nochmal stellen und dann finden wir einen Gewinner und die beiden Verlierer, für die haben wir eine Überraschung. Macht denn der jetzt nicht auf? Mann! Also sprachgesteuert sind es noch nicht, Marie. Der LS22 hat schon viele neue Features, aber Sprachsteuerung. Nee, die ist leider noch nicht involviert. Ach, das ist doch blöd. Mann, warum geht der Mist jetzt nicht auf? Moment, das muss ich links. Ach. Marie, möchtest du verraten, wie oft du schon LS22 gespielt hast? Das ist das erste Mal. Nee, das zweite Mal. Aber Marie hat vor der Aufnahme gesagt, sie hatte schon mal LS22 einfach nur um die Rundumleuchte zu testen, die in der, ja, in der Special Edition dabei war. Ja. Nicht funktioniert. Also. Und sie funktioniert, ja, sie funktioniert. Definitiv. Ja, das heißt, ihr seht, jetzt ist Maries erstes Mal live. Also, ihr könnt alle, die das jetzt sehen, können sich glücklich schätzen. Ich muss meine Monster wegstellen, sonst ist das gleich weg. Wird schon gedopt mit Freezy, okay. Ich hab Freezy-Dope. Ja, Christian, du weißt ja, ne? Es wird ja immer mit allen Mitteln mitgearbeitet. Mensch. Ja, das stimmt. Der muss jetzt quer drüber, Marie. Ja, aber die Frage ist, wie quer? Ist das egal, wie rum? Nee, der muss, das muss so nachgebaut sein. In welche Richtung das Männchen guckt, ist egal, nur der muss jetzt quasi quer drauf. So entgegengesetzt der Füße. Moment, die müssen so, das heißt, dass ich so von vorne drauf muss. Okay. Drauf, richtig. Aber Christian, du sagtest ja vorhin ja auch ein wenig Druck auf Marie ausüben. Wie ist denn momentan ihre Zeit? Ah! Bei 4 Minuten 40. Ja, das schaffe ich nicht. Alles gut. Wichtig ist, schön ist, wenn du unser Mannequin aufgestellt hast und wir eine schöne Zeit haben. Welches jetzt eigentlich wird, ist ja wurscht. Und dass du ein bisschen Spaß dabei hattest. Definitiv gerade Spaß, weil ich dir eigentlich die Zeit überbieten will. Oh, Marie, schon etwas nervös. Du fängst schon an zu pfeifen. Pfeif noch nicht. Wenn ich pfeife, hört sich's anders an. Bumi, erzähl mal, wie war denn die Autofahrt mit Marie zum Teamtreffen, zum Silbersee? Ja, seitdem bist du mich so ruhig. Ich guck mir das Ganze an, was Marie gerade veranstaltet. Ob ich da eingreifen muss oder ob sie das noch alleine hinkriegt. Aber ich habe da eigentlich gutes Vertrauen in Marie. Ja, aber die Autofahrt, die war ganz los. Wir haben viel gelacht, viel gesungen. Wir hatten ja unseren guten Deton dabei, ne? Ja, genau. Der mir dann auf einmal von hinten den Nacken gekrault hat. Ja, das war so witzig, würde ich sagen. Papa krault dir den Nacken, sowas geht ja ab. Okay. Aber ich glaube, mehr Details sollten wir da jetzt nicht drüber wissen. Nicht zu lang, Paul. Ja, also, das reicht schon. Ja. War auf jeden Fall ganz lustig. Allgemein das Wochenende mit Marie war ganz. Auch wenn ich ihr, glaube ich, ein bisschen Schlaf geraubt habe. Du hast geschnarcht, du Depp. Bist du wenigstens ehrlich? Wart ihr in einem Haus oder? In einem Zimmer. Ach so. Mich stört das nicht, ganz ehrlich. Mit Bedacht. Wann geht denn der Mist auf? Das weiß ich nicht. Ah, sieht doch. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist bei 7 Minuten. Wenn du mit Haley's Zeit hast, du noch 1 Minute 53 Zeit, Maria. Aber ist es machbar, dass du mal in der Kategorie der Ladies oder der Frauen Erster wirst? Der ist voll schief. Verdammter Scheibenkleister. Ich hasse dieses Ding, ne? Wie kann man sich so ein... Nee! In Rage-Modus? Aha. Und hast kurz auf das Ziel geraten. Sehr interessant.
Komm, Marie, du schaffst das. Hol mir jetzt chill dir mal ein bisschen. Jetzt heute ist Super Bowl, jetzt kannst du mal raushauen. Ja, go, Marie! Go, Marie! Go, Marie! Aber das, Phänomen ist ja so ein ähnliches Problem, hatten ja bis auf Martin und Yannick ja eigentlich fast alle, ne? Ach verdammt, der muss auch noch von der Seite drauf. Er muss drauf, genau. Wie kann Achtung. Man sich so ein Mannequin aussuchen? So, Marie ist der letzte Ball und komm. Hoch mit dem, fahr den Arm aus. Jetzt geht's hier wieder. Oh, jetzt wird hier gecoacht. Ganz oben drauf. Ich muss erstmal. Ja? Können wir sowas durchgehen lassen, Christian? Ja, Coaching? Definitiv, ja, wunderbar. Aber Sprungli, du verlässt da gerade deine Coaching-Zone, ne? Du musst nochmal so 10 Schritte zurück machen. Genau. Auch wegen der Berufsgenossenschaft? Ach, juckt mich nicht. Komm, jetzt runter, Marie. Langsam halt runter. Runter. Den Arm weiter nach. Ja. Vorne leicht kippen nach vorne. Leicht kippen nach. Andersrum. Ja, und jetzt langsam zurück. Er hängt. Er hängt komplett fest. Nee, der hängt. Ich komme nicht mehr weg. Doch, jetzt langsam. Jetzt komm, gib Gas. Oh, jetzt wird's so richtig spannend auf die letzten Minuten hier. Stopp! 9 Minuten 25 haben wir. Nicht ganz Haley geschlagen, aber immerhin die Figur steht und wir haben eine vernünftige Wertung. Sehr gut. Wunderbar. Das freut einen natürlich. Irgendwie du als eingesprungener Coach, dein Resümee zu dem Ganzen? Hat sie gut gemacht. Sieht gut aus. Hält, bleibt stehen. Vor allem, er winkt. Ja. Ja, genau, okay. Gib nochmal einen extra Punkt. Er winkt. Ja, es gibt einen extra Punkt. Aber nur weil er auf einer Seite winkt. So, meine Lieben, aber da sind wir jetzt auch hier an dieser, an unserem Folgenende angekommen und die Challenge ist, ja, vollendet. Christian, möchtest du noch was dazu noch sagen? Ich bin stolz auf meine Marie, hat sie gut gemacht, muss ich ganz deutlich nur sagen. Dankeschön. Auch mal einen ganz, ganz riesengroßen Dank, dass du dich für uns hier geopfert hast, das Ganze, den ganzen Spaß hier mitzumachen. Also Marie hat uns auch recht zeitnah zugesagt, letzte Woche konnte sie nicht, da ist Laura dankenswerterweise eingesprungen, jetzt hat Marie sich nicht lumpen lassen und hat auch mal hier Hallo gesagt. Ja, letzte von meiner Woche Seite war ein bisschen aus schwer. Dank. Ja. Ja, und von meiner Seite aus auch ein dickes Dankeschön an dieser Stelle, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei uns bei Modbox auch mal mitzuwirken. Dankeschön. Ja, wieder. Moment, halt, stopp, ich war schon hier. Ne, hallo? Ja, als Gründungsmitglied. Ja. Aber ich muss auch anmerken, ich habe mir extra heute auch Zeit für Marie genommen, dass ich auch hier bin. Das stimmt. Ja, das stimmt. Kannst du sprungen eigentlich nieder? Ja. Sonntag ist normalerweise ein PC-freier Tag geworden mittlerweile. Aber Marie, du hast wie auch in den letzten Folgen eben halt das letzte Wort. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke für mehr Videos. Und sonst schaut in der nächsten Folge von Modbox vorbei. Bis dahin. Tschüss.